Dann der finale Schritt und das ist die Zugstufe oder Rebound genannt. Grundsätzlich ist bei unseren Filamenten alles, was mit der Zugstufe zu tun hat, mit einer roten Farbe gekennzeichnet. Ihr könnt also Druckstufe und Zugstufe nicht verwechseln. Das zweite, was ich mitgeben will, ist, dass Zugstufe eigentlich keinerlei persönliche Präferenzen einfließen lassen kann mit der Einstellung von dem. Es geht darum, dass ich die Energie, die was die Feder aufnimmt, eben verlangsame und die kann quasi nie am Lenker ziehen. Und ich kann nie versuchen, das Federelement auseinanderzuziehen. Und darum ist einfach der Luftdruck, was drinnen ist, genau mit der Zugstufe abzustimmen. Druckstufe können wir uns unterhalten, da können wir noch andere Präferenzen noch persönlich anlegen nachher. Aber Zugstufe, wie gesagt, macht bitte das Prozedere so, wie wir es hier machen. Und es könnt euch sicher sein, ihr seid in dem Fenster, was euch draußen am Trail ordentlich Grip generiert und viel Sicherheit gibt vor allem. Wie mache ich das Ganze? Die Aussage, wie ich meine Zugstufe im Fahrrad einstelle, beginne ich eigentlich mit der Gabel. Mit der Gabel vorne, ich komprimiere mindestens 50% vom Federweg, also recht ruckartig, und lasse dann, lasse dann die Federgabel schnell ausfedern. Hier zum Beispiel hat man gesehen, der Reifen hebt jetzt leicht vom Untergrund ab. Dann kann ich hergehen und kann da unten die Zugstufe eben verstellen. Und mein Ziel ist es, eine Bewegung zu erreichen, die mir möglichst schnell ist, aber ohne, dass das Vorderrad den Boden nachher verlässt. Dann wird es immer noch zu schnell. Und das ist jetzt ein Ticken zu langsam. Und dann schön langsam nähe mich eben den Ideal an. So wird das zum Beispiel ideal. Also jetzt sehe ich einmal zu schnell, einmal zu langsam und genau in der Mitte ist nachher das Ideal. Dann kann sich jeder Mensch grundsätzlich merken, wie er so ein Ding ausfedert. Also diese Bewegung hier, das könnt ihr definitiv sensorisch durch eure Augen und durch euer Gefühl könnt ihr sicher aufnehmen. Und genau dieses Gefühl will ich hinten am Hinterrad auch haben. Nur so bekomme ich eine Balance rein in das Ganze. Im Hinterfederment geht genauso gut her, komprimiert es ordentlich und ihr seht, zwischen den beiden ist ein Unterschied. Und darum gehe ich her nach hinten und drehe eben auch wieder klicksweise das zu, bis ich dann die beiden wirklich das Gefühl habe, die sind komplett mit derselben Geschwindigkeit nachher ausfedern. Da gehen wir in einen Klick und das müsste es eigentlich dann gewesen sein. Und dann gehen wir mal her, probiere das vorne und hinten. Und wenn ich das Gefühl habe, das sind eben total in Synergie, dann habe ich sogar meine Zugstufen eingestellt. Man kann auch sicher sein, dass ich ein ordentlich ausbalanciertes Fahrverhalten habe.